Ich habe gerade angefangen, für euch eine 3 Uhr nachts Challenge zu drehen, ja? Ich wollte eine neue verfluchte Nummer für euch ausprobieren, aber jetzt auf einmal klingelt es vor der Tür. Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Also ich bin jetzt schon die Treppe runtergegangen. Ich weiß nicht, ob ich vor der Tür gucken soll. Vor allem vorhin so richtig ununterbrochen. Die ganze Zeit so bam, bam, bam und dann klingel, klingel, klingel. Ey, was ist los? Warte. Da ist irgendwas Rotes. Aber ich sehe niemanden vor der Tür. Da ist keiner. Aber ich sehe irgendwas Rotes. Wer zum Teufel macht das? Mitten in der Nacht, ey, das ist nur lustig. Wer ist so hobbylos? Ehrlich. Und dann schön verschwinden anscheinend. Okay, ich hab jetzt einfach. Ist da jemand? Da liegt was. Da liegt was. Aber da ist keiner mehr. Ein Paket mit einer Rose. Und ein. Oh mein Gott! Bitte, da ist ein Totenkopf drauf! Ey, was ist das denn? Ihr sagt mir nicht, das ist ein Valentinstagsgeschenk, aber von wem ist das? Und was zum Teufel macht sowas da drauf? Was ist das? Und vor allem, wer legt das um 3 Uhr nachts hin? Ey, das ist nicht süß. Von wem verdammt nochmal ist das? Vor allem, das ist auch richtig groß, ey. Hey, lustig. Richtig lustig, wirklich. Okay. Irgendjemand hat mir im Ernst ein gruseliges Valentinstagsgeschenk vor die Tür gelegt um 3 Uhr nachts? Oh, was soll ich damit machen? Ey, das ist verdammt groß. So gruselig aus, Mann. Das ist kein normales Valentinstag-Geschenk, Leute. Ihr könnt mir nicht sagen, dass es normal ist. Vor allem, wir haben noch nicht mal Valentinstag. Was soll das dann? Was soll ich jetzt damit machen? Ich höre auch nichts. Keine Schritte oder so. Ich sehe niemanden. Wieso ist da auch eine Rose drauf, Mann? Das ist kein Name, nichts. Egal, ich nehme das jetzt mit rein. Und wir schauen einfach mal zusammen rein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und vor allem, was macht sowas da drauf? Wir haben es 3.12 Uhr. Ich bin jetzt nach oben gegangen mit dem Paket. Ja, und wir werden jetzt einfach zusammen das Paket öffnen. Ich werde das jetzt einfach machen und schauen, was da drin ist. Aber ich habe den Ballon abgemacht. Diese komische Rose habe ich auch weggeworfen, weil die will ich gar nicht haben. Ja, wir schauen jetzt einfach rein, was da drin ist. Planänderung. Wow. Ich wollte ja diese komische neue verfluchte Nummer ausprobieren. Und jetzt wird es irgendwie dieses komische Mystery-Geschenk hier. Wie fest ist das? Das ist richtig fest. Ich habe Angst, da reinzugucken. Alles drin. Hä, hier sind Kuscheltiere. Leute, was ist das? Was ist das? Hier sind irgendwie Kuscheltiere, ein Bär. Was ist das? Was ist das? Okay, wir schauen da jetzt einfach mal rein. Hier ist auch noch irgendwas. Oh mein Gott. Wer legt sowas um 3 Uhr nachts vor die Tür bei einem? Wer? Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr es nicht auch irgendwie voll creepy findet. Wie das aussieht? Ist das normal? Das ist verdammt groß. Und was soll das überhaupt darstellen? Oh, solche Riesenhände hier. Die sind auch richtig hart. Als wäre da irgendwas drin. Scheint wohl irgendwie ganz alt zu sein. Ihr sagt mir nicht, das Ding ist irgendwie verflucht oder so. Was ist das denn? Und Leute, das ist voll gruselig. Das ist richtig gruselig. Hier ist eine Maske drin. Habt ihr schon mal so eine Maske gesehen? Das ist eine Maske. Wurde die selber angemalt? Was ist
Nase. Guck mal den Mund an. Ich will das gar nicht haben. Ey, andere kriegen ein normales Geschenk und ich krieg sowas oder was? Von wem ist das? Warte, irgendwas ist in der Rose drin, Leute. Irgendwas ist in der Rose drin. Hier sind so ganz viele Rosenblätter. Hier ist irgendwas in der Rose drin. Hier ist eine Truhe. Milka-Herzen. Ja, und dann hier schwarzes Herz. Hat irgendjemand den so gruselig angemalt oder was ist das? Ih, das färbt. Was ist das denn? Hä? Warte. Kaputtes Herz? Ich habe niemandem das Herz gebrochen. Also bevor irgendjemand so sagt, ey, vielleicht hast du hier jemandem das Herz gebrochen. Nein, Leute, nein. Wieso sollte man mir sowas schenken jetzt? Kurz vor Valentinstag? Hier ist auch noch irgendwas Schwarzes. Seht ihr das? Was ist das denn? Es ist nicht mehr normal. Hier hat niemand irgendwie normale Rosen reingetan, sondern irgendwie mit so komischen Sachen drin. Vielleicht ist irgendwas in der Truhe. Hier ist auf jeden Fall ein riesen Rosenkopf. Da drin ist irgendwas. Oh mein Gott! Ich hoffe, das ist Farbe. Das habe ich jetzt überall in meinen Fingern. Ich muss das sauber machen mit dem Tuch. Das klebt überall in meinen Fingern. Also es ist definitiv Farbe. Sonst würde das nicht so abfärben. Seht ihr das? Vielleicht brauchen wir das für die Truhe. Kann das sein? Ich bin echt voll damit, ne? Das geht nicht mehr ab. Okay, Leute, ich habe versucht, meine Hände zu waschen, aber das geht nicht ab. Es muss irgendeine Farbe sein, die nicht einfach so von den Fingern abgeht. Echt lustig. Richtig lustig. Okay, wir gucken jetzt mal hier die Truhe an. Er passt! Er passt! Leute, es geht auf. Hier ist ein Brief drin. Und eine Speicherkarte. Hier ein roter Briefumschlag. Vor mir fährt die Polizei, hinter mir eine Kutsche. Rechts von mir ein Flugzeug, links von mir die Eisenbahn. Wo bin ich? Hä, ist das ein Rätsel? Wenn du es weißt, dann bedenke, gehe nicht zu weit. Denn um 12 Uhr ist das Ende. Dann musst du dort raus. Findest du bis dahin die drei Gegenstände im riesengroßen Haus? Da steht kein Name, nichts. Aber es ist irgendwie ein Rätsel. Habt ihr eine Ahnung, was das bedeutet? Leute, was bedeutet das? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare, falls ihr eine Ahnung habt, was dabei rauskommt. Steht kein Name, nichts. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ich schauen soll, was da drauf sein könnte. Und ob vielleicht irgendwas in den Kuscheltieren drin ist. Hier ist auch irgendwie schwarz dran. Immer die Herzen schwarz. Hä? Ich weiß nicht, ist da irgendwas drin? Aber so ein Teddybär will ich nicht haben. Was ist das denn? Wir machten sowas in eine Rose rein. Bah, Leute, ehrlich jetzt, was ist das? Ey, das ist nicht lustig. Leute, hier ist irgendwie eine rote Flüssigkeit drin. In einem Reagenzglas. Das ist nicht mehr normal. Eine Milka-Packung, die auf ist. Wow. Wow. Da hat wohl jemand genascht. Echt toll. Ist das denn eine Pinzette? Was ist das denn für eine Pinzette? Ja, danke zum Anfassen wahrscheinlich. Ja, kann ich gut gebrauchen. Wer auch immer das war. Damit ich die Sachen anfassen kann. Irgendwie ist das kaputt, das Herz. Hier sind noch irgendwelche Bonbons drin. Oh, wow. Eine Plastikspinne. Eine Valentinstagskerze, aber kaputt. Wurde das angebissen? Wer isst die Bonbons und tut die da rein? Das ist voll ekelhaft. Und dann die Zähne. Ja, super lustig. Von wem ist das Geschenk, Mann? Hier steht nichts, kein Name. Auf dem Zettel kein Name. Hier auch schon wieder. Wieder angebissen. Kaputte Herzen. Und das hier auch kaputt. Was macht da Draht drin? Ey, wenn ihr irgendeine Ahnung habt, was das bedeuten könnte, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Aber was soll das? Was soll ich mit den Kuscheltieren machen? Und was bedeutet das Rätsel? Soll ich danach suchen? Nach irgendwie den drei Gegenständen, aber wo? Ey, was soll ich jetzt mit dem ganzen Zeug?